Moin, moin und willkommen zurück bei Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Heute testen wir einen anderen Skin. Und zwar, wo soll er denn hin? Wie ihr lesen könnt, ist das kein Deutsch. Nein, wir testen den Skin, der London V2 heißt. Also die Version 2 des London Skins. Das erscheint der Gruppenführer zu sein. Aber nicht er hier, sondern er hier. Und bei den anderen Jungs steht Feier hinten drauf. Und wir fahren mal zum kleinen Flächenbrand. Würde ich sagen, und gucken mal, wie die so. Ne, machen wir nicht. Wir warten, bis es größer ist, um alle, vielleicht alle Fahrzeuge vorstellen zu können. Ja, hier der rot-weiß karierte Fuzzi ist der Teamleader, der Gruppenführer, der Obermotz. Und bei einer steht ganz normal Feier hinten drauf. Das ist hier noch das, hier halt mal an hier. Das Abzeichen haben sie drauf. Was hier Land Feier Brigade Brigade steht auch drauf. Und ich muss euch sagen, die Fahrzeuge sehen echt knorke aus. Ich habe mir gerade angeschaut und geguckt, ob das Wechselladefahrzeug mit dabei ist. Das ist nicht mit dabei, aber es ist ja auch noch nicht wirklich im Spiel integriert, deswegen ist das auch halb so wild. Hier sind die Medics in schlichten Gelb-Grün gehalten. Heißen auch Greenetic. Und da steht's. Paramedic. So, LKW brennt Autobahn, würde ich sagen. Wir nehmen den ELW und machen dann wieder, gucken wir uns dann an, wie sie arbeiten. Ups. Achtung, Brandschutz. PKW-Brand Autobahn. Einsatz für ELW, LF24, TLF1, Alter, wo bin ich denn hier? RTW1. Hör mal, da muss ich ein bisschen rennen, ne? Gab's ja keinen Rutschi-Mutschi. Ja, ausgerechnet hier gab's keine Rutschstange, war ja klar. Ich dachte, mir war so. Ah, da hinten ist er. Ups, ich sollte rennen, ne? Da ist er. Der Grafikfehler hier besteht immer noch in der Scheibe. Und da sitzt er weg. Hier, Chef ist auch schon da, der Obermotz. Ich würde sagen, wir machen den Motor an. Melden uns Anfahrt zum Einsatzort. Und fahren erstmal eine Runde. Ich muss dabei sagen, das Martinshorn ist das Deutsche. Ey, sag mal. Das ist wie im wahren Leben, die hier parken. Die gucken uns gleich auch an. Ganz im Weiß, wir fahren dann zum Einsatzort. Ich wollte gerade sagen, machen das Tüter mal wieder aus, aber jetzt kommt hier gerade eine Kreuzung. Ach, wir lassen es aber an. Blinken nicht vergessen, ne? Oh, lenken soll ich auch nicht vergessen. Also mit dem Lenken, das klappt manchmal nicht. Da fahren wir ein bisschen über die Wiese, ne? Ist ja auch schön. Das liegt jetzt natürlich nicht am Mod, sondern an meiner eigenen Doofheit. Am Platz da. Jetzt machen wir natürlich alles an, was geht hier, ne? Machen wir die Warnblinker an. Die Signalleuchte, die Umfeldbeleuchtung und die Heckwarnanlage. Und ich würde sagen, wir melden schon mal, dass wir eingetroffen sind. Und dann warten wir auf die anderen Jungs und Mädels. Da Fire Brigade Command Unit.
Und da ist die Brücke, ist die Tower und so weiter und so fort. Alles drauf und die sind, wissen noch nicht, wie sie einpacken sollen. Ich hoffe, dass es ein bisschen länger dauert, dass wir uns alle mal anschauen können. So. Er ist hier ganz, ganz schlicht im Weiß gehalten. Was ist das denn? Was kann er denn? Oh, der Commander. Sag ich doch hier. Nicht mit dem Commander, ne? Wir machen natürlich hier wieder ein paar Pick-Pick-Pictures. Was gucken Sie die anderen Jungs mal an, die anderen Autos? Ah ja, der hat gleich schon wieder fertig gelöscht. Das wäre scheiße. Lass das. Ah, hier ist hier das Schachbrett, das Rot-Weiße. Da, man soll es direkt Zigaretten löschen. Ne, hier, gelbe Helme. So sehen die Fahrzeuge aus. Wir schauen uns gleich nochmal auf dem Hof in aller Ruhe an. Wir können ahnen, dass die so schnell arbeiten heute. Scheinbar sind die Jungs und Mädels in London ein bisschen fixer, als ich dachte. Ich wurde darauf hingewiesen, diesen Mod mal mir anzuschauen, aber Asche auf mein Haupt. Ich habe vergessen, wer mir das gesagt hat. Deswegen bin ich gerade ein bisschen was heißt, bin ich gerade ein bisschen. Deswegen kann ich das nicht sagen. Und schon gar nicht mehr der Fahrt. Was will ich machen so? So, also ist auch von der Polizei übergeben. Commander, ey. Nicht mit dem Commander, mein Freund, ey. Mein Quatsch. Ah, ich finde das immer toll, wie die Jungs und Mädels und die Leute ihre Freizeit opfern, um uns manche Spiele schmackhafter zu machen, denen sie Mods und Skins und hast du nicht gesehen, alles da rein zaubern, manchmal würde ich ja sagen, aber ich muss dazu sagen, ich kann es nicht. Und deswegen bewundere ich die, die es können, einfach. Und bedanke mich natürlich herzlich für deren Arbeit. Weil durch die Modder-Community sind einige Spieler schöner geworden. Nicht Spieler, sondern Spiele. Schöner geworden, als sie eigentlich wären. Sind interessanter geworden, als sie eigentlich wären. Und manche andere Spiele hätten wahrscheinlich auch nicht so hohe Verkaufszahlen, wenn es die Community nicht geben würde. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so ist. Weil halt bei manchen Spielen das Grundgerüst so lala ist und dann durch die Modding-Maps und Modding-Fahrzeuge und Skripte und ach, hast du nicht gesehen, doch eine ganze Ecke interessanter gemacht wird. Ach komm, schaffen wir noch. Ich fahre aber auch, als hätte ich ein bis zwei Whisky getrunken. Oder Scotch oder was auch immer in London so außer Tee gerne getrunken wird. Und vielleicht liegt es auch am Tee. Torvel ist ein Eichel her. So, ab geht er, der Peter. Okay, haben wir es auch schwer gehabt mit dem Einparken.
Ich würde sagen, wir parken die Karre mal eben fix drin. Und dann, wenn sie alle wieder vor Ort sind, wählen wir uns alle Fahrzeuge mal zu Gemüte führen. Die fahren alle hier vorne hin. Aber wie gesagt, erst wenn alle Fahrzeuge wieder drin sind. Da fahren wir uns alle mal hier hinten hin und schauen uns mal näher an, während ich hier, ne, Limbo Dance kann ich nicht. Und für mich persönlich geht die Schranke auch nicht auf und ist auch. Aber wir können derzeit eigentlich schon mal hier mal, ne, Türen aufmache. Aber die werden gleich wahrscheinlich eh zugemacht, wenn sie da kommen, richtig? Ach, die kann man da. Guck sie an, schön in gelb, gelb-rot gehalten. Die Sanitäter kommen von. Keine Ahnung, wir gucken uns mal schnell das NEF an. Der Gullideckel ist auch ein bisschen hoch geraten. Das ist Notarztfahrzeug. Mit rings umgetönten Scheiben. Total komischen Kennzeichen als Deutscher. Aber gehen wir hier weg, hier bevor uns jetzt jeder Sand überall, wenn man Haufen fährt. Und da ist die Ambulanz, der RTW quasi. London Ambulance. So, fein einparken. Haben uns die beiden angeschaut. So, das war's. Und jetzt, nicht einsatzbereit. Und jetzt fahren wir uns die ganze Karre mal nach vorne. Würde ich sagen. Wir machen jetzt mal einen ordentlichen Diener. Wieso leuchtest du denn? Ist auch egal. Warum die Karre leuchtet. Was willst du hier? Jetzt holen wir uns noch einen ELW. Oder den Commanders Karren. Stellen wir daneben. Ja, sag ich doch, Command Unit. Achso, anmachen muss ich auch noch, ne? Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Wir müssen uns nur schön hinstellen hier. Damit das auch noch was aussieht. Huch hier. Ach, sehr schön eingeparkt, muss ich sagen. So, wir lassen die ganzen Karren laufen. Sprit müssen wir jetzt nicht selber bezahlen. Jetzt werden wir den die LK holen. Und dazwischen schmeißen. Die sind etwas dunkler im Rot als die deutschen Fahrzeuge. Finde ich persönlich. Steht Feuer, also Fire drauf in Richtung, das Wappen von London ist das wahrscheinlich, oder? Ja, London Fire Brigade, ja, Brigade, Bill Gates, Brigade und, ja, schon nicht übel. Ich finde es echt gut, dass sich Leute diese Mühe machen. Das finde ich voll fett. Auch wenn wir jetzt mit DLK verschrammt haben. Na, gucken wir hier, wo der Frosch die Locken hat, ob das hier funktioniert. Ja, guck, geht genauso wie die deutschen Fahrzeuge. Am Skript selber wurde da nichts geändert, sondern nur am Skin. Ja, aber scheinbar sind die Londoner schüchter, was Kransteuern angeht. Hallo. Halt,
So, lassen wir stehen. Jetzt holen wir noch die anderen beiden Fahrzeuge und dann soll das gut sein. Jetzt holen wir noch einen LF. 24 ist das, müsste das glaube ich sein, ne? Na, guck, so langsam weiß ich es auch. Schön mit Zigarettenwerbung oder. Ja, Zigarettenwerbung ist in Anführungszeichen natürlich. Immer schön ausmachen, ne? Bevor ein Feuerchen passiert. So, stellen wir uns alle mal schön hier hin. Mal zu den Laden, genau. Aber was ich noch machen wollte ist. Na. So in etwa dachte ich. Dazu noch den, wie heißt da? Ah, ich bin ja verwirrt. Ich hätte, ja, das zweite TLF. Ich hätte erst ausschlafen sollen, dann spielen sollen. Nicht erst spielen, dann ausschlafen. Guck mal, Butter bei den Fischen. Ach, wir müssen bei dem LF noch was machen, beim LF24. Wir müssen noch sein Rohr ausfahren. Machen hier mal eine schöne Disco-Party, ne? Und gleich wird es auch noch schön richtig dunkel und dann hat das richtig Stil. Ne, lass mal aus, nur dass Blinky oben ist. So, jetzt machen wir ein schönes Foto davon. Habt auf jeden Fall alle Fahrzeuge. Wo bin ich denn? Alle Fahrzeuge einmal gesehen. Das CLF. Das LF. Die DLK. Das zweite TLF. Und den ELW. Der Fire Brigade landen. Und. Es ist gut gelungen. Ich finde sowas immer faszinierend, wie die Leute das machen. Hallo. Da wechselt nicht mehr in die Ego-Perspektive. Ach, Spiel. Versaust aber auch alles, oder? Einmal from this side. Und einmal from the other side. So. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit der Feuerbrigade London. Schöne Fahrzeuge, sieht alles toll aus. Es ist mal was anderes. Das Rot hält sich ein bisschen anders. Ja, Lackierung ist auf jeden Fall etwas anders. Andere Bildchen drauf. Es ist was anderes. Vor allem hier britische Kennzeichen. Nur dran gedacht, ne? Ist ja klar. So, vergleichen wir, ob die richtig sind hier. AE07HWV. Gucken wir mal. Ja, haben sie dran gedacht, auch die richtigen zu machen. Ah, er hat auch das gleiche. Der ERW hat keins, achtet sowieso kein Mensch drauf. Und ich würde sagen, ihr wartet mal 2 Sekunden, dann sage ich euch nämlich, wer den Skin gebaut hat. Ganz kurz, ich kann das euch sofort sagen, oder beziehungsweise wer mir auf diesen Skin hingewiesen hat.
kann ich euch zeigen. Und zwar war das der Laos Nick. Danke für den Kommentar. Danke, dass du mich auf diesen Skin hingewiesen hast. Ich habe ihn probiert. Ich habe ihn getestet. Ich grüße dich hiermit recht herzlich. Und weiter so mit den Ideen. Ich bin für alles offen und freue mich recht herzlich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Heute soll das Wetter toll werden. Geht raus. Geht draußen spielen. Geht in den Sandkasten. Was auch immer. Geht spazieren mit euren Hunden, euren Kindern, mit eurer Familie. Oder macht, was ihr immer gerne macht. Aber schnappt ein bisschen Vitamin D draußen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf die Wiese gehen. Ciao.